So, jetzt bin ich fast schon ein bisschen arg stressig dran. Ich schaue ja die letzte Zeit wieder ganz furchtbar aus und muss dringend zum Barber und gleichzeitig auch Haare schneiden lassen. Ich habe jetzt gerade im Mühldorf drin angerufen und die meinten, wenn ich binnen der nächsten 10 Minuten da bin, dann komme ich jetzt noch schnell ran. Es ist Freitagmittag. Ich guck mal. Und wenn das erledigt ist, dann mache ich noch ein Video, das ich mir für heute vorgenommen habe, weil der Vlog, der Alltagsvlog, ist ein Jahr alt geworden. Und nicht nur, dass ich es geschafft habe, ein Jahr lang regelmäßig Vlogs zu halten, also im Schnitt mehr als ein Video die Woche. Nein, wir haben auch eine App für iOS und Android geschafft. Da habe ich ein Update in den Store geschoben. Oh, ich muss mich beeilen. Ein Update in den Store geschoben, sodass die Apps auch Push-Notifications bekommen. Und ich erkläre euch jetzt dann nachher, wenn ich vom Barber wiederkomme, wie das Gewinnspiel funktioniert. Dann könnt ihr nämlich Gutschein für den App Store von Apple oder, wenn ihr Android-Nutzer seid, für Google Play bekommen. Und zwar ganze 50 Euro. Okay, wie ihr an den Gutscheinen kommt, wie ihr teilnehmen könnt und was das mit der Apps, was das mit den Apps zu tun hat, kläre ich nachher. Bis gleich. Ciao. Okay, geschafft und gerade wieder zurück vom Barber. Jetzt nochmal zum Thema. Also, wenn ihr nächste Woche bei Folge 70, also Vlog Nummer 70, ist das der Gewinnspiel-Vlog. Und dort könnt ihr eben iTunes-Gutschein bzw. Google Play Store-Gutschein im Wert von 50 Flocken gewinnen. Und dazu müsst ihr eigentlich gar nicht viel machen. Wenn ihr ein Android-Benutzer seid, geht in den Play Store. Und ansonsten, wenn ihr ein iPhone oder iPad habt, geht in den Apple App Store und ladet dort die Alltagsvlog-App. Wenn die installiert ist und ihr sie öffnet, werdet ihr gefragt, ob ihr Push-Notifications erhalten wollt. Und dort sagt ihr ja, beziehungsweise klickt auf OK. Kurz nachdem Vlog-Folge Nummer 70 online geht, werdet ihr eine Push-Notification bekommen mit einem Schlüsselwort. Wenn ihr dieses Schlüsselwort verwendet, könnt ihr auf folgender Webseite, die hier unten, könnt ihr dieses Schlüsselwort eintippen und mir euren Namen hinterlassen und eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, damit ich euch kontaktieren kann. Keine Angst, die Daten werden nicht veröffentlicht, die Daten werden nicht weitergegeben, explizit nicht. Die dienen mir nur dazu, damit ich euch kontaktieren kann, damit ihr den Gutschein von mir geschickt bekommt. Und ich werde dann eine Liste ausdrucken und dann ganz analog, wie es auch andere Vlogger machen, einfach eine Schüssel mit den ganzen Zetteln, mit euren Adressen, mit euren Namen rein. Und da werden wir dann live in Folge 71 einen Gewinner ziehen. So, gut, dann mal fleißig App installieren und auf Push-Notification warten. Ciao, ciao.